Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir haben wieder was Stranges. Wir haben wieder, ich glaube, es ist mittlerweile mein letztes, aber ich mache es für euch und mit euch auf. War of the Spark, japanisch, made in the USA. Warum auch immer das japanische made in USA ist, ist mir auch egal, gucken wir uns das mal an. Japanisch, die meisten Karten daraus kenne ich zwar, aber lesen kann ich sie nicht. Und dann kommt natürlich direkt eine Karte, die ich nicht kenne. Dementsprechend gehen wir so ein bisschen durch. Interessant hierbei ist ganz einfach, dass es hier Planeswalker drin gibt, die ein alternatives Artwork haben können. Und wenn man da zum Beispiel die Liliana in Foil sieht oder so, dann ist man so ein bisschen reich. Das ist ein cooles Artwork. Das nicht. Ja, War of the Spark. Ein sehr beliebtes Set. Irgendwas mit zwei. Sehr beliebtes Set ist die Wandrin, die da so einen Typen da schlägt. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott. Irgendwas mit 3. Ich kann halt nur die Zahlen lesen. Der hat 5 Mana 3, 4 fliegend. Und das ist Jayas Ding. Das fügt irgendwie einem Ding 3 Schaden zu. Es sei denn, du kontrollierst irgendwas, dann machst du mehr. Dann haben wir ein Oath of Jace, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aha. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir Tibalt. Ja, 3 Mana, 5 Marken und ich glaube, Spieler können kein Leben kriegen und der macht Devil oder so. Leider im, glaube ich, stinknormalen Artwork, was ich sehr, sehr, sehr schade finde. Dementsprechend ist das auch wiederum. Und dann haben wir, ich habe keine Ahnung, was das für eine Karte ist. Ich habe eine Menge War of the Spark aufgemacht, ich habe eine Menge gejudged und ich habe diese Karte, glaube ich, noch nie gesehen. Geil. Dann haben wir einen Wald und einen davon. Das war ein Quickie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.